Der Klimawandel erscheint vielen wie ein Problem in der fernen Zukunft. Wir machen daher einfach weiter wie bisher. Corona aber ist ein Weckruf. Die Pandemie ist nämlich eine Folge unseres Umgangs mit der Natur. Sie hat unser aller Leben durcheinandergebracht. Prävention wäre besser gewesen als das Bekämpfen der Symptome. Um sich auszubreiten, braucht ein Virus einen Wirt, der davon erkranken oder sogar sterben kann. Ebenso wie wir Menschen unseren Wirt krank machen. Den Planeten Erde. Wir haben ganze Lebensräume vernichtet, Tier- und Pflanzenarten ausgerottet, Wildtierpopulation um 60% reduziert. Pflanzen machen 82% des irdischen Lebens aus und Bakterien weitere 13%. Alles andere beschränkt sich auf lediglich 5%. Ja, und wir Menschen repräsentieren gerade einmal 0,01% allen irdischen Lebens. Dennoch haben diese 0,01% mehr als 80% der wild lebenden Säugetiere ausgerottet. Ganze Ökosysteme haben wir zerstört. Künftig werden Pandemien häufiger auftreten und sich schneller verbreiten. Sie werden die Weltwirtschaft noch massiver beeinträchtigen und noch mehr Menschen töten. Während Wildtierarten aussterben, besteht die Gesamtmasse aller Säugetiere zu 60% aus sogenannten Nutztieren. Wir zerstören Regenwälder, um Tierfutter herzustellen, um Weideland für Rinder zu schaffen, um Bergbau zu betreiben oder Siedlungen zu errichten. Das alles führt zu einem Verlust an genetischer Vielfalt und erhöht das tödliche Risiko, das von Bakterien und Viren ausgeht, massiv. Wenn wir Menschen immer mehr in den Lebensraum der Wildtiere eindringen, kommen wir zwangsläufig stärker mit ihnen in Kontakt. Für Viren wird es dann immer einfacher, auf den Menschen überzuspringen und zu mutieren. In der Wildnis gibt es unzählige Tierkrankheiten, die zu Pandemien führen können, wenn ein Virus auf den Menschen überspringt. Zum Beispiel H5N1, die Vogelgrippe. Wenn dieses Virus auf Menschen überspringt, ist eine sehr hohe Todesrate die Folge. Oder H9N2, eine weniger bekannte Variante der Vogelgrippe, doch ebenfalls sehr gefährlich. Noch schneller und tödlicher ist H1N1, die Schweinegrippe. H5N8, eine weitere Vogelgrippeform, führte bereits zu menschlichen Opfern. Fast so wie wir gehen auch Viren gern auf Reisen. Zu neuen Wirten. Immer auf der Suche nach exotischen Zielen. Der Wildtierhandel trägt maßgeblich zur Verbreitung tödlicher Viren und Bakterien bei. Die Übertragung von Tierkrankheiten auf Menschen wird erleichtert durch entstehende Resistenzen, Monokulturen, Massentierhaltung, Klimawandel und den internationalen Reiseverkehr. Wenn wir jetzt nicht handeln, könnten Krankheiten aufgrund multiresistenter Keime bis 2050 10 Millionen Tote pro Jahr zur Folge haben. Wie können wir nun diese Risiken reduzieren? Das Erste, was wir tun können, ist, die weltweite Rodung zu stoppen, Naturschutzzonen einzurichten und den Wildtierhandel zu verbieten. Aber das Allerwichtigste ist, unseren Konsum von Fleisch und anderen tierlichen Produkten drastisch zu reduzieren. Wirkungsvollere Maßnahmen als bislang sind jetzt notwendig, um den Klimawandel und die Naturzerstörung aufzuhalten. Werde jetzt aktiv und gib unseren Kindern Hoffnung auf eine Zukunft. Es gilt, unseren Planeten zu retten. Partei, Mensch, Umwelt, Tierschutz. Mitgefühl wählen. Den Stimmlosen eine Stimme geben.